Erzählen. Es ging um ein Warentermingeschäft. Alle haben schon mal davon gehört, aber viele wissen gar nicht, wie das geht. Es ist so, man kauft eine Ware auf Papier, das kann Weizen sein, das kann Baumwolle sein oder Schweinehälften und hofft dann, wenn man es Wochen oder Monate später wieder abstößt, dass man dann mit Gewinn verkaufen kann. Ja, und dann begann der Besuch bei Jack White, Schlagerproduzent und Freund von Christian Neureuther. Und es begann auch der Film Wenn die Börse zu dir kommt, Platz 5. Der war nicht so gut. Aber als Mann. Ja, das ist für sich. Bitte. Du. Ja, das ist hier ein Riesenidee. Ja, na komm rein, du entschuldige bitte bei uns hier noch die Arbeit, da bin ich erst seit ein paar Wochen drin. Bis Gott. Bis Gott. Bis Gott. Okay, dann komm rein. Ich darf vorgehen. Na ja, du. Langsam rufen wir uns ein bisschen ein hier, ne? Okay, wollen wir uns setzen? Christian, ich bin ein bisschen nervös, weil ich warte auf die Börsennachrichten. Ich habe doch da einen riesen Deal gemacht, bin da eingestiegen in ein Warentermingeschäft. Ne, das ist, das ist wirklich der Wahnsinn, ja. Du, ich darf umschalten. Ja, das müsste das sein. Muss ein bisschen aufpassen, weil da kommen jetzt wahrscheinlich kommen wieder gute Nachrichten. Hab mich da mit so einer Firma zusammengetan. Bonna Prima heißen die. Du, ich habe da Millionen investiert. Ja. Das ist der Wahnsinn. Ja. Hab da so viel Kohle gemacht in den letzten Wochen. Bonna Prima? Noch nie gehört. Ganz, ganz heiße Firma. Habt hier einen super Broker. Der ist hier auch in Niederpöcking. Und du, im Moment sind wir da mit Kaffee und mit Schafen. Schafen? Ja, mit Schafen. Ja, was auch immer. Das ist mir ja im Endeffekt wurscht. Die Hauptsache, man verdient Kohle damit. Ne? Ja, und wie funktioniert das? Also du kaufst zu einem bestimmten Kurs und hoffst, dass... So sieht's aus, ja. Ja, und die Jungs, die machen das also optimal, ne? Muss ich also wirklich sagen. Ne? Ja, aber das ist doch... Ja. Bereit? Ja. Könnten Sie mal einen Moment runterschauen? Wir haben da auch Probleme, glaube ich. Eine Sekunde. Ich mache ein bisschen, kann ich ein bisschen lauter machen? Ja. Wartest mal. Achtest mal drauf, ja. So, weit, meine Damen und Herren, das Geschehen hier an der Frankfurter Börse. Ich werde später noch einmal darauf zurückkommen. Jetzt aber zu einem Ereignis, das doch außergewöhnlich ist und das gestern Abend in Chicago an der Warenterminbörse, aber auch an der Wall Street in New York für große Nervosität gesorgt hat, nämlich der Konkurs der Brokerfirma Bonna Prima. Sie erinnern sich vielleicht, vor Monaten hatten wir an dieser Stelle schon einmal über die Geschäfte dieser Firma berichtet und Bonna Prima vermittelt. Ja! Was ist? Prima! Bitte? Komm mal! Was berichten Sie? Traumrenditen von bis zu 150% plus. Ja, und jetzt kam es, wie es kommen musste. Bonna Prima hat Konkurs angemeldet. Dieses Fernschreiben, meine Damen und Herren, kam gestern um 21.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit über die Ticker. Dort heißt es, die Staatsanwaltschaften in Bogota und Washington haben internationale Haftbefehle gegen 8 Vertreter der kolumbianischen Brokerfirma Bonna Prima erlassen. Den Managern wird betrügerischer Konkurs und Unterschlagung vorgeworfen. Alle 8 sind flüchtig. Der Schaden wird nach Angaben der Ermittlungsbehörden auf 1,6 Milliarden Dollar geschätzt. Und das sind, weiß Gott, keine Peanuts. Wie viele deutsche Anleger, meine Damen und Herren, ihr Geld an diese betrügerischen Vermögensverwaltung verloren haben, das steht bisher noch nicht fest. Die gesuchten Manager haben nämlich vor ihrer Flucht alle Computerdisketten zerstört. Ist das nicht bekannt? Es muss wohl aber so gewesen sein, dass Bonna Prima erhebliche Verluste erlitten hat. Mit anderen Worten, die Rechnung zahlt einmal mehr der Anleger. Er verliert und ist denn der besetzt, verdammt nochmal. Er muss auch, meine Damen und Herren, das ist ganz entscheidend, er muss auch die bei solchen Geschäften übliche Abnahmeverpflichtung einhalten. Dazu in wenigen Minuten mehr. Zwischendurch ein Blick auf das Reisewetter. Das darf doch nicht. Du, pass auf, Christian, ich gehe mal schnell hier um die Ecke. Bin in 10 Minuten wieder zurück, ne? Du, pass auf, wenn irgendwas ist, hier ist die Nummer. 10 Minuten höchstens. Tu mal Gefallen, pass auf alles auf, ne? Also hier auf die Arbeiter. Ja, komm, geh zu, das hat er. Okay. Ist der Herr Weid nicht mehr da? Nein, der ist
Schade. Das hat ja auch nicht genau mitgekriegt. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was wir ausgemacht haben, was wir für Abfluss legen. Was machen wir jetzt? Das weiß ich auch nicht. Also vielleicht können wir Sie helfen. Ganz sehr. Ja, ich erkläre es Ihnen einmal. Der Abfluss ist ja so, dass der langsam abläuft und sich ein bisschen was staut. Bei dem da saß die ganze Scheibe. Ich meine, ist ja ein bisschen lauter. Was war das? Was soll man nehmen? Scheiße durch. Nein, das ist ja auch ist ein bisschen lauter, oder? Ist das lustig? Also, na, dann also, ist es gut. Da. Danke, ist gut. Dann nehmen wir den Schaden rein und dann zieht das andere rüberlegen. Ja, das geht dann schon. Hallo? Ja? Können Sie mal aufmachen? Ich komme nicht, ich hab den Abfluss. Er schafft es einfach nicht. Ah, sie sind nicht. Grüß Gott, wir wollen die Lieferung bringen hier. Wir müssen auch Nei bringen. Komm, bring mir das kleine Nei rein. Ja, weil das muss weg. Wir haben nur drei weitere Kunden. Wir sind halt seit heute Morgen um 6 Uhr sind wir unterwegs. Das ist ein Wahnsinn. Wo ist denn der Schlüssel, wo der Tech ist? Also, keine Ahnung. Oh nein. Komm, ist kein Problem. Das geht ruckzuck. Dann haben wir es. Lass das doch mal nicht ins Wohnzimmer. Auch immer da hoch. Wahnsinn. So, wo haben wir hier? So ist der nächste, ja. Na komm, kriegen wir. Da machen wir gleich. Das ist Kaffee kolumbianischer Kaffee. Kolumbianischer Kaffee aus Holland. Und habe ich Ihnen ja gezeigt am Lieferschein. 8 Tonnen. 160 Säcke. Also das sind jetzt 360 Säcke ungefähr. Schon voll, gell? Was Geld ist, da muss auch viel hin. Nein, das kann ich nicht machen. Das tut mir leid. Bringen wir das mal hoch. Die Umwelt, ich kann sie nicht. Können Sie den nicht erreichen? Wenn der Check kommt, nachher tue ich das mit dem Check selber raus. Und wir haben keine Zeit. Nein, das kann sie überhaupt. Das ist ja wurscht. Ach so. Das ist halt mal her. Ja, da wird es reicht, das können wir nicht machen. Und zweimal können wir es auch nicht machen. Das ist ja. Und dann rufen Sie doch an, so ein bisschen noch. Na, okay, jetzt noch wartet halt mal einen Augenblick. Na, wir haben keine Zeit. Das gibt's ja nicht mehr. Das heißt mal nachricht. Das macht der Zeit 5 Minuten jetzt auf irgendwas. Kommen Sie jetzt. Hallo, Zeit. Ja, kommen Sie. Es ist der Wahnsinn. Du musst sofort kommen. Die liefern sich hier lauter Kaffee rein, streuen alles aus. Wo bist denn du? Check! Was ist er? Ein Scheiß! Hast du Schaus oder? Versuchen Sie doch nochmal ihn anzurufen. Hallo, Jack! Ja, ganz kurz. Jetzt geh mal rein, hier ist die Hölle. Jack, verstehst du mich? Was ist denn da? Du sollst hierher kommen. Bring sie mal rein, klar, komm hier rein. Es reicht. 8 Tonnen ist mir schief egal. Es bleibt jetzt da draußen. Ja, wir müssen auch arbeiten. Es ist mir auch Einen Moment, ganz ruhig. Jetzt ist halt dann seitlich hinlegen, ist mir so schwer. Check! Kannst du mich jetzt verstehen? Du musst sofort hierher kommen, hier ist die Hölle los. Was soll ich denn mit dem Kaffee machen? Die bringen hier 8 Tonnen Kaffee, kolumbianischen Kaffee. Hier haben wir Platz überall, nicht der. Ich sag auch. Ja, soll ich das stoppen oder wo willst du das hinhaben? Vor die Garage. Das geht nicht, da wird es frei. Vor die Garage hat es frei. Ich seh halt runter, sehen Sie, das haben wir jetzt angerichtet. Ich bin jetzt vorbesucht. Gut, gut, gut. Ich
Entschuldigen Sie bitte, ich habe eine Lieferung aus Rumänien, sind 100 Schafe von Agroexport in Constanza. Wollen Sie zählen? Ich bin schon das Zentrumblatt. Hallo? Du, jetzt hast du noch 100 Schafe in deinem. Die lassen sich mit allen Kürzen ab. Dann nützt es eine, wir machen sie aus und dann drehen wir sie auf. Ich bin gespannt, ob du nicht schnell da sein wirst. Captain, viel schnell. Jetzt verpasst man für Schichten nicht mehr schön. Gehen wir es ins Wohnzimmer rauf. Ins Wohnzimmer, ins Wohnzimmer. So. Was ist denn? Was ist denn hier los? Es gibt zwei Besten. Was ist denn hier los? Also, Schafe in deinen Garten, Kaffee, bitte geh rauf in dein Wohnzimmer, schau dir das an. Das sind Sie denn erreicht? Schauen Sie sich das mal an, nur weil wir es wieder zurück haben bringen müssen. Und die Vasen da, die hat er auch kaputt gemacht. Was waren noch nicht mit den Vasen? Du bist ein Guter, das sage ich dir. Das waren wir auch. Ich bin so deppert, dass ich nicht einmal Säcke trage. Was sagen wir? Was heißt so deppert sein. Aber bitte schön, wenn Sie uns sagen, hier starr runtergeschmissen. Da werden wir natürlich nie wissen. Jetzt kommt das erste Gescheide am heutigen Tag. Vino die Scheide. Nein, du hast auch ein Gescheide. Du hast ein gutes Business, das sage ich dir. Nein. Ach, Mutti Konfusion. Vino d'Italia, habt ihr Vogel. Wir müssen 6000 Liter Chianti abliefern. Beste Ware. Ich liefere ab bei versteckte Kamera.